Da schau her, Hafermilch gibt es jetzt auch in der Glasflasche. Wer hat denn das gekauft? Ja, wir haben das gekauft. Weil Mehrweg eine gute Sache ist. Ich meine, schau dir mal den ganzen Müll an, den deine Einwegverpackungen machen. Aber was ist das Mehrweg jetzt eigentlich nochmal genau? Naja, Andi, du weißt, was zu tun ist, wenn du eine Frage hast. Hallo, da ist der Andi Knoll und ich ermittle zu Mythen und Fakten. Was? Bin doch kein Ermittler. Ja, aber interessiert. Ich bin übrigens das Gewissen vom Andi. Er und ich, also wir, ermitteln in gemeinsamer Mission. Ah ja, und ich habe dem Andi eine kleine Superkraft gegeben. Einfach schnippen. Und jetzt erzählen wir euch mal was über Mehrwegverpackungen. Das mit der Verpackung ist gar nicht so einfach. Sie belastet die Umwelt enorm und deshalb sollte es dringend weniger davon geben. Aber sie ist auch wichtig. Verpackung schützt die Waren. Dadurch gibt es weniger beschädigte Lebensmittel, die entsorgt werden müssen. Naja, und Getränke lassen sich ohne Verpackung sowieso nicht verkaufen. Dö. Wir in Österreich verbrauchen im Jahr 1,6 Milliarden Plastikflaschen. Nebeneinander gereiht kommt man damit zum Beispiel 3,5 Mal um die Erde. Ah, Wahnsinn. Aber da gibt es eine Lösung. Mehrwegflaschen. Die können immer wieder verwendet werden, wenn wir alle mitmachen und die leeren Flaschen auch brav zurückbringen. Das ist die Produktionsstätte von Eggergetränke. Hier laufen Fließbänder auf Hochtouren und befördern Gläser in Rekordgeschwindigkeit, um wieder und wieder und wieder verwendet zu werden. Und das ist der Reinhard, der Geschäftsführer von Eggergetränke. Sehr beeindruckend. Da fahren die Flaschen die Achterbahnrunde. Wie viel Prozent der Flaschen, die hier verarbeitet, sind Mehrweg? Wir haben in den letzten 12 Monaten 6 von 10 Litern für einen Mehrwegflaschen abgefüllt. Wenn die Anlage voll läuft, produzieren wir bis zu 30.000 Flaschen die Stunde. Und unser klares Ziel ist, gemeinsam mit unseren Partnern wie Spar, die Anlage möglichst schnell voll auszulasten. Und wir reden dann von 60 Millionen Einheiten pro Jahr. Klingt viel. 6 von 10 ist auch schon gut. Warum sind es nicht 10 von 10? Warum ist nicht alles Mehrweg? Es gibt grundlegend für jeden Konsumanlass, für jedes Ereignis eine Verpackung, die gut passt. Das klassische Gipfelbier zum Beispiel nach einer anstrengenden Wanderung ist klassisch aus der Dose. Leicht, haltbar. Wenn man an einen Radausflug denkt, dann wird es das bruchsichere Gebinde sein, das man dort braucht. Und dementsprechend gibt es verschiedene Verpackungsformen. Dieser Prozess, dieser Mehrwegprozess, welche Stationen braucht man da? Was durchläuft so eine Flasche? Der Konsument kauft eine Flasche im Handel, nimmt die mit nach Hause, genießt das hochwertige Getränk, bringt dann die Flasche wieder zurück. Im Handel wird es im Automaten übernommen, das Pfand wird wieder retour ausbezahlt. Und von dort weg kommt die Flasche wieder zu uns zurück nach Unterradlberg. Wir übernehmen die Kisten und die Flaschen hier, waschen die, wir bringen sie wieder auf Hochglanz und füllen dann wieder hochwertige Getränke ein. Da kommt es wieder zurück in den Handel. Und so schließt sich der Kreislauf. Das klingt jetzt alles wahnsinnig kompliziert und aufwendig. Ist es das wert, dieser Mehrwert? Wir sehen Mehrweg immer als sinnvoll. Eine Mehrwegflasche, die in Verkehr gebracht wird, ersetzt ein Einweggebinde und ist dementsprechend das Einweggebinde auch nicht wieder zu sammeln, aufzubereiten, zu rezyklieren. Dieser perfekte Kreislauf ist dazu geeignet, dass man Energie und Ressourcen spart, aber auch, dass Müll in der Umwelt reduziert wird. Wie oft kann man so eine Mehrwegflasche eigentlich verwenden? Also wir können die Mehrwegflaschen zwischen 30 und 50 Mal wieder befüllen. Und das Besondere an einer Glasflasche ist dann zusätzlich noch, dass wenn sie ans Lebensende kommt, man beliebig oft aus Glas wieder Glas machen kann. Man hat nicht so wie bei anderen Materialien einen Material- oder Qualitätsverlust im Recycling, sondern es wird aus Glas wieder Glas. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Alles klar. Danke. Sehr vielen Dank. Dankeschön. Danke. Sehr spannend. Aber es würde mich schon interessieren, ob das nicht überall so funktionieren könnte. Weißt du was? Frag doch den Dominik vom WWF. Der kennt sich da bestimmt aus. Genau. Ah, Dominik. Servus. Servus. Ich habe wieder eine Frage. Angeblich war der Mehrweganteil vor 50 Jahren wesentlich höher als heute. Wie kann das sein? Ja, sogar ich kann mich noch daran erinnern, das waren die 90er. Da war Mehrweg noch total gängig und Mineralwasserflaschen hat man fast nur im Mehrweg bekommen. Aber dann hat es leider einen Trend hingegeben zu Einweg-Plastikflaschen. Die waren einfach viel bequemer. Ist Mehrweg eigentlich immer besser als Einweg? Also wenn ich gut recycle, dann ist das vielleicht genauso sinnvoll, oder?
wenn man sich jetzt vorstellt, eine Mehrwegflasche ersetzt eigentlich 40 bis sogar 50 Einwegflaschen. Mhm. Kann man sich vorstellen, was das eigentlich dann für Abfallberge sind, die man durch Mehrweg reduzieren und vermeiden können. Ja? Mhm. Bei Mehrweg muss man natürlich schauen, dass die Transportwege kurz sind. Das heißt, dass jetzt nicht eine Flasche dann in Wien verkauft wird und dann in Tirol gewaschen und dann wieder zurückgeschickt wird, sondern da braucht man regionale Mehrwegsysteme. Was muss sonst noch passieren, außer unser gutes Gewissen, dass der Mehrweganteil steigt? Ja, da ist natürlich ganz wichtig, dass die Politik klare Vorgaben macht. Da ist jetzt einmal ein erster Schritt gelungen. Ab 2024 gibt es eine Mehrwegangebotspflicht im Handel. Aber leider sind diese Mehrwegquoten sehr, sehr gering ausgefallen. Und da geht es nur um, was wird angeboten und nicht darum, was wird wirklich in Mehrweg verkauft, welche Mengen werden in Mehrwegverpackungen verkauft. Das heißt, es steht die leichtere Flasche daneben und ich muss schon sehr bewusst sein, dass ich nach der schwereren greife. Wenn man jetzt die 0,5 Liter Bierflasche sich anschaut, das wird von den Leuten seit Jahren super angenommen. Und der große Vorteil von dieser Bierflasche ist, dass es eine Normflasche ist. Das heißt, es ist eine einheitliche Flasche, die kann von allen Marken, von allen Abfüllern befüllt werden. Die kann man überall zurückgeben, da gibt es keine Komplikationen. Wo habe ich es gekauft? Kann ich es da wieder zurückgeben? Wird das angenommen? Mhm. Von Flaschen, Getränken jetzt mal abgesehen, wo macht Mehrweg am meisten Sinn? Irgendwie muss ich alles verpacken, oder? Ja, natürlich, eine Verpackung hat den wesentlichen Zweck, dass sie ein Lebensmittel schützt. Aber da gibt es einen sehr einfachen Grundsatz, also nur so viel Verpackung wie notwendig und so wenig Verpackungen wie möglich. Und das gilt für alle Bereiche. Dominik, vielen Dank, jetzt kenne ich mich aus. Also ich habe mich ja immer schon gefragt, wie das Recycling von Plastikflaschen eigentlich in der Praxis aussieht. Du nicht auch, Andi? Doch, eigentlich schon. Na schau, da wartet schon dein Taxi auf dich. Christian Strasser ist der CEO von Pet to Pet und der zeigt dir, was hier alles vor sich geht. Christian, vielleicht eine blöde Frage, aber dafür bin ich Spezialist. Wie funktioniert Recycling eigentlich? Die Getränkeflasche, PET-Getränkeflasche, die der Konsument ausgetrunken hat, landet in unserem Sammelsystem. Gelbe Tonne, gelber Sack, wird dann noch einmal sortiert. Und dieses sortierte Flaschenmaterial, wie wir es hier im Ballen verpresst sehen, kommt dann zu uns in die Recyclinganlage. Mhm. Hier müssen wir die Ballen wieder öffnen, wir bekommen die einzelnen Flaschen, kontrollieren diese noch einmal, dann werden die zerkleinert und dieses zerkleinerte Flaschenmaterial muss dann heiß gewaschen werden, damit wir die ganzen oberflächlichen Verunreinigungen herunterbekommen. Danach haben wir ein heiß gewaschenes Flaschenmaterial, was aber zu dem Zeitpunkt ja noch aus zwei unterschiedlichen Kunststoffarten besteht. Das ist einmal das Flaschenmaterial, PET oder Polyethylenterephthalat, und der Verschlusskappe, die da oben drauf ist. Und das ist jetzt ein anderer Kunststoff. Das muss ein weicherer Kunststoff sein, damit die Flasche auch dicht ist. Das Schöne daran ist, diese Verschlusskappe, der andere Kunststoff, ist leichter als Wasser, im Gegensatz zum PET der Flasche, das ist schwerer als Wasser. Und wenn wir dieses Gemisch jetzt in ein Wasserbad geben, dann wird das eine leichtere an die Oberfläche schwimmen, das schwerere geht unter und kann so getrennt werden. Und dann haben wir ein sogenanntes Washed Flake, das ist zwar noch nicht lebensmitteltauglich, aber ist schon ein Rezyklat, das man für andere nicht lebensmitteltechnische Anwendungen verwenden kann. Wir wollen aber neue Flaschen daraus machen, Getränkeflaschen, daher brauchen wir noch eine intensivere Reinigung. Dazu haben wir ein eigenes Verfahren, wo eben dieses gewaschene Flake eingeschmolzen wird, die Schmelze wird filtriert und dann werden ganz kleine Granulatkörnchen geschnitten davon und diese Granulatkörnchen sind dann genauso wie Neuware direkt zur Herstellung von neuen Getränkeflaschen geeignet. Das heißt, wir können sogar 100% PET-Rezyklat für die Herstellung von neuen Flaschen einsetzen. Noch mehr als PET-Flaschen gibt es ja nur Fliegen, aber das gehört wahrscheinlich dazu. Das ist ein sehr mechanischer Prozess, aber auch ein chemischer. Wie umweltfreundlich ist das? Also grundsätzlich haben wir einen sehr umweltfreundlichen Prozess. Wir haben überall dort, wo wir Ressourcen verwenden, darauf geachtet, dass wir eben hier Kreisläufe schließen. Ob das jetzt Abgasströme sind, Wärme, die wir emittieren, versuchen wir die Wärme wieder zurückzubekommen. Speziell stolz sind wir auf unseren Wasserkreislauf, also unser gesamtes Waschwasser, das wir benötigen, wird in einer eigenen Kläranlage aufbereitet, wieder filtriert und gelangt wieder zurück in den Waschprozess. Stichwort Kreislauf.
Wie viel Prozent dieser PET-Flaschen werden eigentlich recycelt? Also die Flasche wird gesamt recycelt. Die Flasche wird dann zu einem Rezyklat umgearbeitet. Das ist dann 100% Rezyklat. Mhm. Und wir haben es im österreichischen Markt bereits geschafft, dass wir manche Flaschen bereits aus 100% Rezyklat herstellen. Mhm. Aber theoretisch können wir jeden Anteil an Rezyklat in der Flasche herstellen. 20, 30, 40 oder sogar 100%. 100% Repat steht dann da. Genau. Ja. Im Durchschnitt kann man sagen, in Österreich werden wir so an die 40% Rezyklatanteil in der Flasche haben. Im Durchschnitt über den gesamten österreichischen Markt. Was kann ich zu Hause machen, dass ich euch das Leben erleichtert, dass dieser Prozess besser vonstatten geht? Das ist sehr einfach. Wir haben ein super Sammelsystem in Österreich installiert, das ARA-Sammelsystem mit den gelben Tonnen, gelben Säcken. Mhm. Die leere PET-Flasche gehört genau dort hinein. Nur dann hat die Flasche eine Chance, dass sie auch bei uns hier landet und wieder zu einer neuen Flasche wird. Also einfach mitmachen, dann ist schon viel passiert. Und wir haben alle eine Freude. Sehr gut. Christian, dann vielen Dank, jetzt kenne ich mich auch in Sachen PET-Flasche aus und mache mich auf den Weg nach Hause. Das freut mich, dankeschön. Du kannst aber gerne das Kart nehmen und nach Hause fahren. Sehr lieb, aber das kann ich schneller. Ah ja, mein Weg zurück in die Küche. Es ist uns alles klar, oder? Heimweg, Mehrweg. Liebes Gewissen, vielleicht fassen wir es nochmal zusammen. Mehrweg ist dann sinnvoll, wenn... Wenn es regionale Produkte mit eher kurzen Transportwegen sind und die Flaschen wiederverwendet werden. Und Einweg ist gescheit, wenn... Wenn es weite Transportwege sind und das Produkt schnell verderblich ist. Und natürlich, wenn die Flaschen gesammelt und recycelt werden. Alles klar? Nicht schlecht. Ich hätte es genauso gesagt. Also ich werde in Zukunft beim Thema Einweg und Mehrweg genauer hinschauen. Seit wann bitte sind Pommes gesund? Ja, das haben wir gerade gedacht. Das ist absurd, oder? Pommes haben A, die heiße Schokolade hat B. Cool, Kühe. Wir wären Hunger, wie schmeckt denn das einfach, wie das ist? Der Nutriscore berücksichtigt das überhaupt nicht. Wo sind überhaupt alle?